Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über die Offenbarung, der zweite Teil aus Kapitel 8, die fünfte und die sechste Posaune. Was erfahren wir da? Die ersten vier Posaunen sind massive Gerichte Gottes, wo hier auf diesem Planeten unsere Lebensgrundlage zerstört wird. Denn die Landfläche, die Meeresfläche, die Süßwasserquellen und die Lufthülle werden zu einem Drittel kaputt. Und das ist aber unser Leben. Und interessanterweise klingt in Kapitel 14 eine Botschaft an von einem Warnungsbericht, wo ein Engel verkündet, der erste von dreien: Habt Ehrfurcht vor Gott, gebt ihm die Ehre, nämlich als Schöpfer, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Betet an den, der gemacht hat, Himmel, Erde, Meer, die Wasserquellen. Und das sind also genau diese vier Bereiche, die am Ende zerstört werden, nicht von Menschen, sondern von Gott. Der Schöpfer zertrümmert seine Schöpfung. Kann sie wieder neu machen. Aber das kann natürlich keiner überleben. Außer du wirst hier rausgeholt. Evakuierungsaktion, die größte aller Zeiten. Wir gehen also unglaublich spannenden Zeiten entgegen, wo ausgesiebt wird. Entweder bist du hier oder da. Entweder wirst du rausgeholt, evakuiert, in Sicherheit gebracht, woanders hin im Universum, weil der Planet untergeht, oder du gehst mit dem Planeten unter. Entweder oder. Gnade oder Untergang. Aber wie geht das weiter? Ich meine, wenn schon diese Bereiche alle kaputt gegangen sind und Gott in seinem Sabbatgebot, in den 10 Geboten gesagt hat: Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest. 2. Mose 20, Vers 8 bis 11. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist. Wieder diese Bereiche. Himmel, Erde, Meer. Es geht um den Schöpfer Gott. Bete ich ihn als Schöpfer an und ehre ich ihn dadurch, dass ich jeden 7. Tag, jeden Samstag, jeden Sabbat, Sabbato in den romanischen Sprachen, dass ich ihn dadurch ehre, indem ich an dem Tag, den er als Ruhetag geschaffen hat für uns, mich auch daran halte. Denn gleich zu Beginn der Schöpfung in 1. Mose 1 ist ja dieser interessante Hinweis. Und der hat es auch in sich. 1. Mose, Kapitel 2: So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am 7. Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am 7. Tage. Schöpfung war in 6 Tagen erledigt. Am 7. ruhte er. Er ruhte am 7. Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und jetzt die Verheißung, das Versprechen, das Geschenk. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. 6 Tage Schöpfung, 1 Tag Ruhe. Und deswegen hat es auch Jesus so gemacht und uns empfohlen. Im Lukas-Evangelium schildert uns der Evangelist, wie Jesus unterwegs war. Kommt nach Nazareth und da heißt es in Vers 16: Und Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Jesus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. War eine Gewohnheit
Ist es bei dir auch eine Gewohnheit? Dann hast du eine gute Gewohnheit. Er ging nicht am Sonntag, am Sabbat. Und die letzte Warnung ist, gedenke an den, der geschaffen hat. Himmel, Erde, Meer und die Wasserquellen. Nun, da die Menschen aber engstirnig, stur sind, so, was brauche ich den Schöpfer, ich lebe? Ja, solange er will. Und sonst geht der ganze Planet zugrunde. Jetzt kommt es noch dicker. Nicht nur, dass durch die ersten vier Posaunenengel ein Drittel der Landfläche, der Meeresfläche, der Süßwasserquellen und die Lufthülle zu einem Drittel kaputt gehen. Jetzt kommt noch mehr. Kapitel 9. Und das beginnt eigentlich mit einem Zwischenschritt in den letzten Versen, Kapitel 8. Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief, nachdem die vier Posaunen vorbei sind: Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, die sie das jetzt noch überlebt haben. Das ist ein Drittel der Landfläche, der Meeresfläche und der Süßwasserquellen und der Lufthülle kaputt gegangen ist. Warum? Wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Komm, noch dicker. Und der fünfte Engel, heißt es in Kapitel 9, Vers 1, stieß in die Posaune, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Jetzt wird es sehr symbolisch. Bildersprache. Die Bilder bedeuten etwas. Da gibt es einen Abgrund. Das ist dieses selbe Wort, das ganz am Anfang der Bibel vorkommt, in 1. Mose 1 bei der Schöpfung, wo es heißt: Und am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und wie war es da am Anfang? Da ist ein besonderer Ausdruck. An diesem Anfang, da heißt es, und es lag Finsternis auf der Tiefe. Und es gibt eine griechische Übersetzung vom Alten Testament, und da ist hier das Wort Abyssos. Abgrund. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Finster war es auf der Tiefe. Und dieses Wort haben wir hier. Dieser Stern, der auf die Erde gefallen ist, der kriegt den Schlüssel zum Schlund des Abgrunds. Das merkt man schon. Das ist jetzt nicht ein Meteorit, wie wir das vorher in der dritten Posaune hatten, der auf die Wasserquellen stürzt, sondern hier ist es eine Bildersprache. Jetzt wird das die normale Beschreibung verlassen, denn der Stern, der hier vom Himmel auf die Erde fällt, ist niemand anderer als Satan. Und wir sehen ihn hier. Da haben wir also einen Posaunenengel. Hier haben wir einen, da. Und hier fällt Satan auf diesem Planeten. Und damit wird das ein Trümmerfeld. Er hat den Schlüssel zum Schlund des Abgrunds. Und ein Rauch stieg empor aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Schmelzofens. Und die Sonne und die Luft wurden verfinstert von dem Rauch des Schlunds. Wir hatten am Anfang von Kapitel 8 die Himmelsszene, da war auch Rauch. Da waren es die Gebete, die die Nachfolger Jesu gen Himmel sind, wo sich Jesus für sie einsetzt, vor dem Thron. Der Teufel produziert auch Rauch. Der lässt auch eine Menge geschehen. Er hat so viel Macht, wie Gott ihm Macht gibt. Die Sonne und die Luft wurden verfinstert. Da tut sich also was auf dem Planeten. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor auf die Erde
Und es wurde ihnen Vollmacht gegeben, wie die Skorpione der Erde Vollmacht haben. Auch das hat Maximilian Jantscher hier auf dem Gemälde sichtbar gemacht, wie sie auf die Erde stürzen. Wer je so einen Heuschreckenschwarm auf der Erde erlebt hat, wie der Himmel sich verdunkelt, die Sonne finster wird und wie sie alles kahl fressen. Interessant, dass man dann später diese großen Konzerne, die alle anderen auffressen, bei diesen Elefantenhochzeiten, wo ein dicker Konzern einen anderen verschluckt, und diese verschiedenen Institute, die da wie die Geier da drauf gehen, dass man die als Heuschrecken bezeichnet hat. Dass sie einfach alles abnagen, nur die Filetstücke übrig lassen. Das andere wird einfach in Konkurs geschickt. Interessanter Begriff. Und jetzt, das ist also eine Symbolik, das sind nicht wirklich Heuschrecken, sondern Satan mit seinen bösen Engeln. Und es wurde ihnen Vollmacht gegeben von Gott. Gott lässt es zu. Und es wurde ihnen gesagt, Vers 4, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum, also nicht die Vegetation, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. In den Texten davor, über die ersten vier Posaunen, Gnade oder Untergang, da erfahren wir, falls du das noch nicht gehört haben solltest, hör dir das an, schau dir das an. Da erfahren wir, was sich da in den ersten vier Posaunen abgespielt hat. Und das ist zum Verständnis hier wichtig, weil in der Vorstufe zu den ersten vier Posaunen ist eine Himmelsvision, wo göttliches Feuer vom Himmel fällt. Und dieses göttliche Feuer ist dort erklärt, was das bedeutet. Dieses göttliche Feuer führt nämlich dazu, dass die, die auf der Seite Jesu stehen, versiegelt werden, geschützt werden. Die sind dann wirklich geschützt, im Gegensatz zur Impfung, die gar nicht geschützt hat. Man hat nur gesagt, sie schützt. Und hier ist es aber ein echter Schutz. Denn diese Heuschrecken, also diese bösen Engel Satans, denen wird gesagt, sie sollen die Menschen schädigen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirn haben. In Hesekiel 9, und das wird ausführlich in der Betrachtung über die ersten vier Posaunen erklärt, diese, die versiegelt werden, werden zu einem himmlischen Engel mit einem Zeichen versehen, dass wo die Zerstörungsengel nachkommen, denen nichts passiert. Hier bei diesen Katastrophen. Es geht jetzt um die Menschen. Die Landfläche ist schon zu einem Drittel zerstört, die Meeresfläche auch. Die Wasserquellen auch, die Lufthülle auch. Und jetzt geht es an die Menschen. Und es wurde ihnen gegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten 5 Monate lang gequält werden. Wenn du nur eine Stunde gequält wirst, nur eine Minute. Wer je Schmerzen hatte und eine ganze Nacht damit zugebracht hat, oder Tage, Wochen, Monate, nur wenn man mit Morphium überleben kann. 5 Monate lang gequält. Und ihre Qual war wie die Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Ich habe eine Bananenschachtel ausgeleert. Ich hatte da drin eben etwas eingekauft. Und dann drehe ich die so über in unserer Garage. Und was landet da auf dem Boden? Ein Skorpion. Der war mitgekommen von den Bananenplantagen her. Und meine erste Reaktion war, wie ich den sehe, ich steige drauf, um ihn zu vernichten. Zum Glück war ich nicht bloßfüßig unterwegs, sondern die Schuhsohle hat den Stich gebremst.
Denn natürlich mag er das nicht, der Skorpion, wenn du auf ihn draufsteigst, sondern sticht er. Ich habe zum Glück diese Qual nicht verspürt. Aber sie soll fürchterlich sein. Dieses Gift, das da hineinkommt. Und da steht dann in Vers 6, und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, wegen dieser Qual, die die bösen Engel verursachen, und ihn nicht finden. Sie werden begehren zu sterben und der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Gestalten der Heuschrecken glichen Pferden. Jetzt merkt man schon, was hier an Symbolik alles drinnen ist, die zum Kampf gerüstet sind. Und auf ihren Köpfen trugen sie etwas wie Kronen, dem Gold gleich. Und ihre Angesichter waren wie menschliche Angesichter. Und jetzt merkt man schon, das sind nicht Heuschrecken, sondern die bösen Engel. Und sie hatten Haare wie Frauenhaare und ihre Zähne waren wie die der Löwen. Und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer. Und das Getöse ihrer Flügel war wie das Getöse vieler Wagen und Pferde, die zur Schlacht eilen. Die teuflische Armee. Und sie hatten Schwänze wie Skorpione und Stacheln waren in ihren Schwänzen. Und ihre Vollmacht bestand darin, den Menschen Schaden zuzufügen. Und jetzt wird es wiederholt, 5 Monate lang. Vers 11, und sie haben als König über sich, und darum wissen wir, dass es böse Engel sind. Wer ist ihr Chef? Der Engel des Abgrunds. Abyssos, der Tiefe. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon. Und im Griechischen hat er den Namen Apollyon, Zerstörer, Verderber, Vernichter, Satan. Das erste Wehe ist vorüber. Siehe, es kommen noch 2 Wehe nach diesem. Oh, massiv. Also diese Botschaft, dass der 5. Posaune ist, es trifft nur die, die nicht unter dem besonderen Schutz Gottes stehen, nämlich die, auf die der Spätregen nicht gefallen ist. Ausgießung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird alle die erfüllen, die ihn einlassen, die dem vertrauen, was hier geschrieben ist, die begreifen, Gott ist die Liebe. Und sich dem öffnen, vertrauensvoll und diesen Worten folgen. Die sich hartnäckig weigern, müssen nicht. Sie müssen nicht das Geschenk empfangen. Aber damit verlieren sie auch das Leben. Weil Leben bekommen nur die, die mit Gott leben wollen. Die anderen müssen nicht. Die vergehen einfach. Ab Vers 13 kommt der 6. Posaunenengel. Es kommt noch schlimmer. Der 6. Engel stieß in die Posaune und ich hörte eine Stimme aus den 4 Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht. Das ist genau der goldene Altar, den wir am Anfang in Kapitel 8 gesehen haben, wo Jesus davor steht und das Räucherwerk aufsteigt. Von diesem Räucheraltar, wo dieser Duft in die Höhe kommt, die Gebete derer, die auf Jesus Seite stehen. Und, was hört jetzt der 6. Engel? Löse die 4 Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Euphrat ist ein heutiger Irak, aber ist nicht wirklich das gemeint, sondern was lag am Euphrat? Babylon. Und Babylon ging unter, indem der Euphrat austrocknete, weil man ihn umgeleitet hat. So konnte die Stadt erobert werden. Babylon ist ein Symbol, das werden wir dann noch sehen, für Rom, Vatikan, das Papsttum. Und jetzt tut sich was am Euphrat. Löse die 4 Engel, die dort gebunden sind. In Kapitel 7 hatten wir schon gesehen, das ist das Thema, das Zeitfenster, falls du das noch nicht gehört hast,
Hör dir das an, schau dir das an, diesen Vortrag aus Offenbarung 7, wo vier Engel im Begriff sind, aus den vier Himmelsrichtungen heraus, die Katastrophen über diesen Planeten losbrechen zu lassen. Und ihnen dann Jesus zuruft, noch nicht. Was will er nämlich vorher tun? Vers 3 in Kapitel 7, schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Ausgießung des Geistes. Besonderer Schutz. Schirm. Schutzschirm. Und jetzt werden die vier Engel aber losgelassen in der sechsten Posaune, die vorher noch zurückgehalten worden sind. Das heißt, die Versiegelung, die Ausgießung des Geistes muss vorher geschehen sein. Da sie in der fünften Posaune schon als Unterscheidungsmerkmal auftaucht, nämlich es trifft nur die, die nicht das Siegel Gottes haben, muss also die Versiegelung, diese Ausgießung des Geistes vorher geschehen sein. Jetzt werden die vier Engel losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat und Jahr bereitstanden. Wozu? Den dritten Teil der Menschen zu töten. Hui, das ist massiv. Den dritten Teil der Menschen. Und die Zahl des Reiterheeres war 2 × 10.000 × 10.000 und ich hörte ihre Zahl. Also das ist ein Engelheer. Mit der Anzahl, wo ein Engel eine Armee vernichten kann. Und so sah ich in dem Gesicht die Pferde und die darauf saßen. Sie hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer. Feurig, violett, schwefelgelb, das waren auch die Farben der Fäden bei der Stiftshütte, beim Eingangsteppich. Und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe und aus ihren Mäulern ging Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen getötet. Die Naturgegebenheiten sind schon zu einem Drittel vernichtet. In der fünften Posaune werden sie noch 5 Monate gequält. Jetzt werden sie vernichtet zu einem Drittel, die Menschen. Und zwar vom Feuer, vom Rauch und von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn ihre Macht liegt in ihrem Maul. Und ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe. Und auch mit diesen fügen sie Schaden zu. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, ein Drittel geht zugrunde, 2/3 leben noch, die taten nicht Buße, kehrten nicht um über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet haben. Die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Zauberei, das griechische Wort davon kommt Pharmazie. Sagt uns auch was. Da werden die Leute verzaubert. Mit Medikamenten, die nicht wirklich nützen. Die gibt es auch. Aber es gibt auch welche, die nur schädigen und nicht schützen. Das ist die Verzauberung. Unzucht, Pornäa, Mord. Unser Planet ist reif für den Untergang, weil die Menschen die Warnungen nicht beachten. Es könnte jeder gerettet werden. Und es werden alle gerettet. Was ist das Ticket für den Himmel? Für die Engel, die kommen, um zu versiegeln und uns mitzunehmen, uns rauszuholen aus diesem Chaos. Hier kann keiner überleben. Darum werden ja die, die abgeholt werden, verwandelt in einen neuen Körper, wie ihn die Engel haben. Sonst könnte man nicht ins Weltall mitgenommen werden. Wir würden ersticken, weil im Weltall gibt es keine Luft, die wir atmen können. Die Toten, die dem Herrn vertrauten, werden auferweckt, verwandelt
1. Korinther 15, ab Vers 51, 1. Thessalonicher 4, ab Vers 13, können wir das alles nachlesen. Gibt es eigene Vorträge von mir darüber. Und diese Ereignisse, die da geschehen, die führen also dazu, dass die einen von den Engeln mitgenommen werden und die anderen hier umkommen, weil der Planet untergeht. Was ist das Ticket? Dass du dem vertraust, der dich geschaffen hat. Dass du dich versöhnst mit dem, der dein Papa im Himmel ist. Dass du ihm vertraust, der dir sagt, was gut ist und was nicht. Und dass du dem vertraust, der für dich geblutet hat, das Lamm, der gestorben ist, sich umbringen hat lassen, um seine Liebe dir zu zeigen. Er hat bezahlt mit seinem Blut, dass du eine Chance hast. Er ist die Liebe und er liebt und wartet auf Reaktionen, auf Gegenliebe. Und jede Liebe, die er uns erweist und von uns wieder zurückkommt, führt dazu, dass unser Herz immer voller wird, unser Sinn mit dem Geist Gottes. So werden wir gerettet. Denn je mehr wir vom Geist Gottes erfüllt sind, desto mehr werden wir tun, was uns Gott empfiehlt. Und das ist der Sinn des Ganzen. Möchtest du mit dabei sein, wenn die Engel ausschwärmen, um die Versiegelten heimzuholen? Wer kann bestehen? Die versiegelt werden. Es werden alle versiegelt, die offenen Herzens, dem vertrauen, der uns geschaffen hat, und seinem Wort vertrauen und danach handeln. Und durch den Geist ist es ganz leicht. Darum sagt Johannes in seinem ersten Brief, seine Gebote sind nicht schwer. Wenn die Liebe zum Herrn da ist, dann ist leicht. Du verliebt bist, geht die Geldtasche auf, dann hast du Zeit, dann wirst du dich treffen, dann wirst du alles tun, weil Liebe da ist. Wenn sie nicht da ist, dann geht die Geldtasche zu, hast du keine Zeit mehr, dann willst du nicht mehr dies und das. Die Liebe öffnet. Kannst du, wenn Jesus dich fragt, so antworten wie Petrus? Jesus hat gefragt, hast du mich lieb? Was sagt Petrus? Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Kannst du das sagen? Dann bist du auf der richtigen Spur. Amen.